Die neue Korea Moments SBC sieht ja auf den ersten Blick echt stark aus, aber lohnt sich diese SBC wirklich? Angel Correa spielt für Atletico Madrid in der spanischen Liga. Er hat 4 Sterne Skills und starke 5 Sterne Weak Foot. Dazu die Arbeitsraten hoch gering, die sind an sich so perfekt. Als Body Type hat er nur Average, das ist nicht ganz so nice. Die Werte sind natürlich überall überragend, beim Tempo, Schießen und Passen ist er richtig gut. Wenn man jetzt etwas genauer hinschaut, könnte der lange Pass mit 80 besser sein und auch der Stärkewert mit nur 78. Ansonsten sieht es aber alles echt top aus. Beim Chemistry Style würden wir noch mit dem Hawk gehen, so kann man die Werte noch ein bisschen verbessern. Verlinken kann man Correa natürlich richtig gut, er hat einen Perfect Link zu De Paul, falls man die SBC gemacht hat, ansonsten gibt es aber auch noch starke Karten von Atletico. Für die SBC hast du noch 6 Tage Zeit, du musst 3 Teams abgeben, das Ganze kostet ungefähr 270.000, also gar nicht mal so wenig. Schauen wir uns mal ähnliche Spieler an. Sané Shapeshifter kostet ungefähr 350.000, also nochmal einen Ticken mehr, ist aber insgesamt auch stärker, auch wegen den 5 Sternen Skills. Dann gibt es Ben Yedder Tots für 500.000, der hat einfach überragende Werte. Oder Payet Tots für 60.000, der hat auch ähnliche Werte. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Schauen wir mal in die La Liga. Aus dem gleichen Verein gibt es hier Joao Felix Tots für 330.000, der ist ein bisschen teurer, hat aber dafür 5 Sterne Skills. Dann gibt es Adama Traoré Shapeshifter für 400.000, der hat auch 5 Sterne Weak Foot, ist aber nochmal einen Ticken schneller. Und eine ziemlich gute Alternative ist Martial Foot Fantasy für 250.000, der hat auch echt starke Werte. Klar ist die Karte von Correa ziemlich nice und es gibt auch eigentlich nicht wirklich was auszusetzen. Die Werte sind echt stark, dazu sind 5 Sterne Weak Foot auch echt ziemlich nice. Allerdings ist uns die SBC in dieser Phase des Spiels einfach ein bisschen zu teuer. Er ist jetzt keine super besondere Karte wie zum Beispiel eine Icon oder ein Hero, der besser einzubauen ist, dazu hat er auch keine 5 Sterne Skills. Klar ist das Meckern auf hohem Niveau. Dazu muss man aber sagen, dass es außer der Liga auf jeden Fall einige Alternativen gibt. Egal ob günstiger, teurer, 5 Sterne Skills oder nicht, hier gibt es echt eine große Auswahl. Alles in allem würden wir der Karte deshalb ein Lassen geben. Ganz schlecht finden wir die SBC aber natürlich auch nicht. Was ist deine Meinung? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.